Salut et fraternité, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War, die Ägypten-Kampagne. Und im letzten Teil haben wir die Stadt Mahalla al-Kubra, die Provinz Garbija, eingenommen. Und ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch rum gesagt oder falsch rum ausgesprochen und so weiter. Ich bitte da einfach um Nachsicht. Wir werden jetzt als nächstes den Vormarsch auf Kairo weiter forcieren. Dazu wird sich Jean-Baptiste Kléber mit unserer Artillerie in Bewegung setzen. Er hat jetzt nicht so eine starke Garnison dabei oder einen starken Wachtrupp dabei, aber das wird genügen, um hier erstmal den Vormarsch zu sichern. Wir rekrutieren in jeder Provinz so viele Einheiten, wie es irgendwie machbar ist, denn wir brauchen viele Truppen hier in dieser Mission. Und hier bauen wir vor allen Dingen viele Linienfüsiliere. Erstmal noch 3 Einheiten und vielleicht bauen wir noch ein bisschen was an Kavallerie. Da müssen wir mal gucken. Also das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wir bauen überall die Infrastruktur aus, ist ganz wichtig. Und die Frage ist jetzt, sollten wir hier noch ein Militärgebäude errichten? Also wir haben ja hier noch einige Städte, 3 Stück, die wir uns holen müssen. Und da wäre vielleicht so ein Feldlager gar nicht schlecht, damit wir hier ein paar Infanterieeinheiten noch rekrutieren können. Ich denke auch deswegen Infanterieeinheiten, weil sich das einfach hier am ehesten anbietet. Das mit der Artillerie müssen wir mal noch gucken. Vielleicht hier in einer Stadt erweitern nördlich. Aber ich will auch nicht zu viele Gebäude bauen. In 2 Runden wird hier unser Holzfällerlager fertig. Dann können wir hier auch weiter ausbauen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht bauen wir auch hier die Kanonengießerei. Wir müssen so ein bisschen auf die öffentliche Ordnung achten. Aber die scheint hier noch recht gut zu sein. Ja, unser Edelmann ist hier auf dem Weg zum Bildungszentrum von Kairo, was wir gedenken einzunehmen. Und nächste Runde werden wir uns hier mit Napoleon in Bewegung setzen und Kairo angreifen. Dann gucken wir uns einfach mal die nächste Runde an. Ich bin ja relativ zuversichtlich. Oha, was haben wir jetzt? Die britische Gefahr heißt diese Mission. Mon General, da die Briten Zypern und die umgebenden Gewässer kontrollieren, sind wir nicht in der Lage, auf gut ausgebildete Soldaten aus Frankreich zurückzugreifen. Wir wissen, dass die verräterischen Osmanen die Briten Zypern als Operationsbasis nutzen lassen. Wenn wir es schaffen, die Insel zu erobern, könnten wir Nachschub herbeischaffen. Dies ist ein extrem gefährliches Unterfangen. Es könnte sich als klüger erweisen, unsere Stellung in Ägypten an Land zu sichern. Aber sollte Ihnen nach einem echten Wagnis zumute sein, stellt ein Angriff auf die Insel eine Möglichkeit dar. Vorsicht ist allerdings geboten. Unser Gegner fühlt sich auf dem Meer besonders wohl und die verfluchte Flotte Nelsons patrouilliert in den Gewässern. Wir bekämen 4000 Franken und Linienfüsiliere als Einheiten. Also ich mache es ja in der Regel so, dass ich mir, jetzt müssen wir erstmal gucken, hat Napoleon genug Bewegungspunkte? Jawohl, das haut hin, das ist wunderbar. Ich mache es ja in der Regel so, dass ich versuche, hier irgendwo ein Schiff, also hier ist ja ein Hafen, der sich anbietet, zu bauen und hier drüben nochmal in dem Hafen ein paar weitere Schiffe und dann schicke ich so eine Ablenkungsflotte los, die eigentlich nur den Nelson anlocken soll und das eigentliche Heer mit Napoleon an Bord, das ist ja dann meistens innerhalb von 2 Runden da oben auf Zypern und da langt eine fette Artillerie- und Infanteriearmee eigentlich aus. Naja, und dann hat man halt ein bisschen Kohle sicher, also das ist schon recht, recht praktisch, das dann einzunehmen. Ich schaue mal ganz kurz nochmal in unsere Regierung rein. Wir machen momentan 2481 pro Runde. Wir sind mit allen Fraktionen im Krieg. Insofern müssen wir hier auch nicht unbedingt auf unseren Ruf achten. Also zumindest jetzt, was unseren Ruf anbelangt. Napoleon hat sich ja, als er nach Ägypten kam, erstmal sehr stark mit den muslimischen Gemeinden angefreundet. Hat also auch seinen Respekt gegenüber dem Koran bezeugt, als heiliger Schrift und so weiter. Und das ist dann aber später gekippt, also irgendwie, er hat dann wohl die Mentalität der muslimischen Bevölkerungsteile, aber auch andere Volksgruppen in Ägypten wohl falsch eingeschätzt. Er hat beispielsweise dann auch offen zum Aufstand gegen die Mamelucken aufgerufen, er hat zum Aufstand eben gegen die Glaubensbrüder aufgerufen und das hat dann einfach auch nicht den Erfolg gezeigt, den er sich davon versprochen hat. Ganz im Gegenteil, die Moslems haben eben zum Krieg gegen Napoleon aufgerufen und auch als er
ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, in der Reportage über Napoleons Ägyptenfeldzug wird das erwähnt. Ich meine, als er in Kairo einmarschiert ist, ist er auf dem Pferd in die Moschee geritten. Und naja, wir kennen das ja aus meinem Medieval Let's Play. Also in Europa war das ja im Mittelalter durchaus üblich, dass der Monarch, oder auch in der frühen Neuzeit natürlich, dass der Monarch auf dem Pferd zur Krönung in den, ja, in den entsprechenden Festraum ritt. Aber das ist schon eine sensationelle Fehleinschätzung, wenn man halt auf dem Pferd in eine Moschee reitet, wo sich die normalen Leute überhaupt erstmal auch die Schuhe ausziehen müssen. Ja, also da hat Napoleon einfach kein Fingerspitzengefühl bewiesen, obwohl er da am Anfang eigentlich eine sehr tolerante Politik praktizieren oder fahren wollte. Ja, wir schauen jetzt erstmal hier so ein bisschen mit unseren Agenten. Hier in diesem Kolleg ist jetzt auch momentan kein gegnerischer Agent drin. Also gehen wir hier mal rein, schauen uns das mal an. Was sehen wir da so? Wir könnten hier versuchen, eine Technologie zu stehlen, aber die haben nichts, was sich für uns lohnen würde, wenn ich das richtig sehe. Also bleiben wir hier einfach mal drin. Oh. Und die interessante Frage wäre jetzt für uns, wollen wir schon mit dem Agenten nach Kairo rein und hier ein bisschen sabotieren? Zeig mal gerade, was können wir denn hier machen? Können wir ein Attentat ausführen? 51% auf Murad Bey. Das wäre gar nicht so schlecht. Das könnten wir mal versuchen. Attentat erfolgreich, ja, sensationell. Dann haben die Ägypter gerade ihren General verloren, wenn ich das richtig sehe. Damit ist Kairo jetzt natürlich noch einfacher einzunehmen. Okay. Wir haben neue Verstärkungstruppen. Immerhin reguläre Linienfüsiliere. Die haben aber noch nicht so eine Bewegungsreichweite, dass sie jetzt hier hinkämen. Ne? Das ist natürlich nicht ganz so gut. Das geht vermutlich hier auch noch nicht. Ne? Ja, aber ich denke, wir können also schon mal hier Richtung Mahalle al-Kubra marschieren. Nehmen wir also mal hier noch die Linienfüsiliere mit. Und wir rekrutieren noch mehr Linienfüsiliere. Denke ich. Du machst mir hier noch eine Milizeinheit. Und du machst mir hier auch noch eine Milizeinheit. Wir kommen auch sogar mit Jean-Baptiste Kléber bis darunter. Jetzt wird erstmal Napoleon Kairo angreifen. Wir brauchen aber hier eine schöne Armee. Warte mal ganz kurz. Wie sieht denn das mit der Infrastruktur aus? Hier ist immerhin schon mal eine Straße. Die ist ja ganz gut für die Verstärkungsrate. Ja, die bauen momentan einen Magistraten. Okay. Kanonengießerei ist drin. Ansonsten viele freie Bauplätze. Wie sieht das mit dem Geld aus? 1551. Einkommensbesteuerung 28,7%. Ja, insbesondere auch die Steuerpolitik Napoleons war also sehr verhasst in Ägypten. Er hat nach der Einnahme, also nach der Eroberung von Kairo, man muss ja auch sagen, die Franzosen haben keine Kriegserklärung ausgesprochen, sondern sie haben einfach so Alexandria erobert. Das war ja halt mit eben ein taktischer Plan, darauf sind wir ja schon eingegangen. Sie haben ja keine Kriegserklärung oder ähnliches gemacht, ne? Also die sind da wirklich hier ruckzuck durchmarschiert und als Napoleon Kairo eingenommen hat, hat er halt die Händler besonders stark besteuert. Und das war vielleicht auch nicht so geschickt eigentlich. Also da hat er ja ansonsten bei der Verwaltung sehr geschickte Napoleon ein paar Fehler begangen. Und nee, warte mal, die Miliz, die müssen wir schon da lassen. Vorhin haben mir die Chasseurs so gut gefallen.
Und die sollten wir auch ruhig mal mitnehmen, weil wir ja doch Verstärkungsrate da drüben haben. Aber die Liniengranadiere, die nehme ich mal nicht mit. So, dann gucken wir mal. Belagern wir erstmal hier. Comme rat en cage. Opération de siège en préparation. Okay, wir brauchen also dann offenbar doch keine Artillerie, aber ich werd auf jeden Fall welche aufstellen. Tenez-vous prêt. Und ich lasse jetzt mal. Das ist jetzt aber nicht so gut. Ich dachte hier schon, dass ich jetzt auch mit ihm angreifen kann. Aber dann lassen wir Kleber mal von der anderen Seite angreifen. En attente de vos ordres. Opération de siège en préparation. Genau, jetzt könnten wir Oui, sogar noch monsieur. 1, 2, 3 Einheiten mitnehmen, aber das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Vor allen Dingen, weil hier die öffentliche Ordnung jetzt nicht so gut ist. Minus 2. Dann befreien wir die Stadt mal für eine Runde von den Oui, monsieur. Steuern und dann werden wir da bald auch ein bisschen besser dran sein. Das können wir uns aber leisten. Wir haben jetzt auch hier nicht so den riesigen Zeitdruck. Ich muss auch mal gerade nachschauen. Also es ist eigentlich, wo sind die, hier sind die Ziele. Wir müssen ja bis Ende Dezember 1800 müssen wir also die Siegprovinzen kontrollieren, die 5 Stück. Und wir müssen außerdem insgesamt 10 Provinzen kontrollieren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Napoleon schon 1799, ich meine im August, das Kommando an Jean-Baptiste Kléber übergeben hat. Vom Namen her würde ich mal vermuten, dass er aus dem Elsass kommt oder so. Der Name klingt irgendwie so ein bisschen so nach dem Elsass. Da hatte er schon das Kommando abgegeben. Und insofern haben wir hier also ein bisschen mehr Zeit, als Napoleon jetzt selbst zur Verfügung stand. Das Problem bei diesem Ägyptenfeldzug war aber auch einfach, man musste halt doch hier einen Teil der Truppen zurücklassen. Und das hat sich dann einfach nicht so wirklich für Frankreich gelohnt. Für Napoleon eben übrigens auch nicht. Naja, wir könnten es automatisch machen lassen, aber ihr kennt mich ja. Ich vertraue der AI auch einfach nicht so und werde also auch gerne solche Belagerungen selbst machen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit den Verstärkungstruppen hier läuft. Ich denke mal, hier stehen die Zeichen für uns gut. Ach ja, guck mal da, ne? So eine offensive Aufstellung. Junge, Junge, ganz schön mutig. Naja, okay. Dann nutzen wir das. Ich werde mich aber nicht auf. Ach, ich muss wieder die andere Tastatur benutzen. Das ist einfach fürchterlich. Ich werde mich aber hier nicht direkt vor seine Artillerie stellen. Also ganz so hirnverbrannt bin ich dann auch nicht. Nehme erstmal hier die. Genau, die Chasseur. So, dann würde ich gerne die Chasseur so aufstellen, dass ich immer eine Linie dazwischen habe. Es muss keine erfahrene Linie sein, aber es muss halt eine Linie dazwischen sein. Ich habe da immer gerne eine Einheit dazwischen, die im Notfall in die ins Karree geschickt werden kann. Damit sind wir einfach ein bisschen sicherer. Hat auch bisher sehr gut funktioniert mit dieser breiten Aufstellung, den Tipp, den ihr mir gegeben habt. Also in der letzten Schlacht hat es gut geklappt, würde ich sagen. So, jetzt haben wir noch 2 Einheiten. Ja, vielleicht muss ich doch Artilleriefeuer hinnehmen. Aber bei so einer offensiven Aufstellung, da sieht es mir ja eigentlich eher schon so aus, als würde er mich direkt chargen wollen, oder?
Wir können uns natürlich auch hier drüben aufstellen und auf der Flanke angreifen und versuchen, den Berg zu nehmen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also in den letzten Parts war es bisher allerdings immer so, dass die AI nicht gekommen ist, ne? Schauen wir mal. Okay, und jetzt geht's aber so. Jetzt stehen wir ganz außen. Okay, dann schauen wir uns die Kiste mal an, ne? Jetzt zieht sich zurück, okay. Ach, Kleber kommt von da, okay. État-Major des Généraux! Ja, da greifen wir direkt seine Artillerie an. Versuchen die abzufangen. État-Major des Généraux, à vos ordres! Die haben schon Schuss abgegeben, ne? Versucht direkt die Artillerie in Stellung zu bringen. Ihr könnt aber schon hier, das ist doch totaler Unfug, wie die da aufgestellt sind, oder? Stopp. Wir müssen halt schon aufpassen, dass wir da nicht zu dicht an die rankommen. Ja, genau das ist das nämlich. Aber ihr könnt da schon mal so in Stellung gehen. Halt, stopp. Wie viele Einheiten habe ich verloren? Keine, gut. Das sind die, die momentan noch Feuer, wenn bereit, anhaben. Das machen wir da mal nicht. Dann ziehen wir mal ganz schnell hier die Infanterie rüber. Ihr dürft natürlich schießen, wenn ihr bereit seid. Na, so zwei Schüsschen waren dabei, hä? Wieder unser Luftballon. Naja, schießt die mal ruhig noch ein bisschen ab. Okay, ich glaube, das war's jetzt hier für ihn. Du kannst jetzt auch wieder feuern, wenn bereit. Okay, und jetzt gehst du da weg. So, jetzt muss ich mal kurz pausieren. Wo bist denn du hier oben? Aha. Okay, also er versucht uns da jetzt auf der Seite anzugreifen. Na, dann machen wir das mal. Das werden wir aber nicht so mitmachen, denke ich. Bitte bewegt euch ganz schnell. Ist da eine Kavallerieeinheit dabei? Tatsache. Genau, tu doch einfach mal so, als würdest du mit den Burschen da hochrennen. Oh, wow, oh, oh, nee, das geht aber nicht. Da muss ich nochmal pausieren. Denn die Aufstellung ist einfach zu weit. État-Major des Généraux, Monsieur! Immédiatement! Infanterie! Au rapport! Ordre de groupe! Dragon!
Ja gut, aber gleich sind unsere Männer in... ja, das kennen wir noch, ne? Das kennt ihr auch noch. Ah, das ist so scheiße, wenn die so laufen, ne? Ja, da muss man bei Empire echt... Und bei Napoleon als Erweiterung von Empire natürlich besonders gut aufpassen. Ja. Weil die laufen ja jetzt so, dass halt die Einheiten darauf schießen können, ne? Ihr seht's ja hier. Und jetzt muss man die also erstmal hier so rüberziehen. Warte mal, das sind die Chasseurs. Die müssen auf jeden Fall hier rüber. Ne, weil sonst hat man hier direkt 100.000 Kollateralschäden mit drin. So, ihr geht hier hoch und werdet hier oben die... den Leuten helfen. Aber ihr seht, hier wird alles zusammengeschossen. Oh, die sind da, da sind wieder die Elitebürger am Start. Wo ist Napoleon? Warum ist Napoleon da hinten? Ich dachte, das wäre Kleber, der da wäre. Ah, ist genau umgekehrt, okay. Ja, ja, halt. Also so habe ich mir das auch nicht gedacht, ne? Ja. Aber es geht. Monsieur! Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Ja, von wem wurde der denn jetzt auch bitte getroffen? So, Kleber, blas mal in die Knalltüte. Aber es sieht gut aus. Ich denke dann, das restliche Gerümpel hier, da ist ja nicht mehr viel übrig, das räume ich jetzt schnell auf und dann springen wir einfach gleich wieder in die Schlachtstatistik rein. So, ich zeige euch hier an der Stelle jetzt nur die Schlachtstatistik. Wir hatten 219 Mann Verluste. Das heißt also, wir hatten hier auch wieder ein bisschen was an Kollateralschaden dabei. So 40 Mann ungefähr. Müssen wir gerade ganz kurz in diese Statistik reingucken. Ich glaube, wir hatten auch bei den Verstärkungstruppen Verluste. Muss aber mal hier hochrechnen. Linienfüseliere. Da war halt einiges dabei bei den Zweien. Ich habe übrigens, also nur falls euch das jetzt zu abrupt ging, weil ich ja den Rest der Schlacht nicht mehr gezeigt habe, ich habe das auch als Replay gespeichert und ihr könnt mir dann einfach eine Mail schreiben an günthershadow@gmail.com, also Günther mit UE, TH, ne, also Günther mit UE und TH zusammengeschrieben, shadow, wie das englische Wort, @gmail.com und dann schicke ich euch das Replay auch gerne zu. Die Linienfüsiliere haben auch eine Erfahrung gekriegt. Verbleibende Truppen, ja, überall waren, also es waren fast überall so ein bisschen Verluste dabei. Wichtig war jetzt für mich, dass wir bei der Artillerie nichts verlieren. Aber gut, wir haben auch hier jetzt eine Stadt mit einer relativ guten Versorgungsrate eingenommen. Ich glaube, es war auf jeden Fall von Vorteil, hier vorher den Seitenanführer, aber den General auszuschalten. Sowas wie Seitenanführer gibt es hier ja in dem Sinne nicht, glaube ich. Sie haben eine Provinz mit einem Bildungszentrum. Das weiß ich. Und ja, der Widerstand der Mamelucken soll ja gebrochen werden oder sollte gebrochen werden. Das scheint uns jetzt geglückt zu sein. Gucken wir uns das mal an. Kairo ist hier. Die zweitgrößte Stadt des Osmanischen Reiches und Heimat einiger der größten Gelehrten des Islams. Das ist wahr. Die Universität von Al-Azhar ist im Morgenland ebenso berühmt wie die von Paris in Frankreich. Nur, dass die Franzosen jener Zeit eigentlich lieber nach Paris geguckt haben und nicht nach Ägypten. Eine solch geschichtsträchtige und wichtige Stadt eingenommen zu haben, ist ein großer Erfolg. Genießen Sie ihn. Und da muss man auch an der Stelle sagen, das muss
als Napoleon am Fuße der Pyramiden in Kairo gestanden hat, ein für ihn unglaublich prägendes Erlebnis gewesen sein. Es gibt ja auch eine Zeichnung, wie er vor der Sphinx steht, und diese ganze Kultur muss auf ihn sehr, sehr beeindruckend gewirkt haben. Vor allen Dingen eben auch diese geschichtliche Wirkmacht, und was man sich auch nicht so leicht begreiflich machen kann, ist, dass zu der Zeit, als Napoleon Kairo eingenommen hat, die Pyramiden von Gizeh, also die Cheops-Pyramide, war damals noch das höchste von Menschen errichtete Gebäude der Welt. Ja, also was heißt von Menschen errichtete Gebäude? Ich meine jetzt damit, dass es halt eben keine Bergbehausung oder sonst irgendwas war. Ja, also das war das höchste Gebäude der Welt damals. Und das ist schon sehr beeindruckend. Das muss auch für Napoleon sehr beeindruckend gewesen sein. Wir werden friedlich besetzen. Upsala, da haut mir die Maus wieder ab. Ja, wir können ja die Truppen von Kleber nicht reinziehen, oder wie? Oder was? Wir können Kleber aber bei der Artillerie lassen. Ne? Immer noch minus 2. Na, dann werden wir die Provinz mal eine Runde von den Steuern befreien. Die Kanonengießerei werden wir reparieren. Die Infrastruktur werden wir ausbauen, denke ich. Bin mir noch nicht ganz sicher. Wir holen uns auf jeden Fall noch eine Miliz. Hier ist übrigens unser Agent. Ich weiß noch nicht, ob wir mit dem was machen. Das sehen wir dann wahrscheinlich im nächsten Teil. Und wir haben die Bauernhöfe hier errichtet. Sehr schön. Wie viel kosten die? Ach ja, komm, das machen wir. Rentieren sich in, rechne mal hoch, 4,5 Runden. Also das ist ein Geschäft, das mache ich gerne. Hier wird jetzt auch mal bald hoffentlich die Infrastruktur etwas besser. Da müssen wir halt dringend was tun. Ja, und dann können wir überlegen, ob wir noch hier ein bisschen nilaufwärts segeln mit einer Flotte. Also Napoleon hat es mit einer richtigen Flotte gemacht. Bei uns war es halt so, oder bei uns im Spiel ist es ja so, dass wir hier keine... deswegen sind die unzufrieden wegen dem Kolleg, ne? Mhm. Und dann bauen wir hier doch direkt mal noch ein Theater. Und dann können wir das nächste Runde mal ausbauen oder so. Da müssen wir drauf achten, das ist ja in der Tat ein Problem. Das ist wie bei Empire. Die Gebäude, die halt für die Forschung zuständig sind, verschlechtern die öffentliche Ordnung. Also das ist ganz bescheuert. Ja, aber es sieht ansonsten gut aus. Wir müssen mal überlegen. Wir haben doch jetzt auch 2000 Franken oder Franc dafür gekriegt. Ja, wir brauchen natürlich noch ein paar Miliztruppen. Und nächste Runde machen wir mal etwas weniger Geld. Das liegt daran, weil wir noch bei einigen Provinzen die Steuern ausschließen mussten. Also hier zum Beispiel und eben in Kairo auch noch. Das werden wir aber nächste Runde wahrscheinlich wieder beginnen können. Gut, wir haben noch nicht so viele Verluste bei den Truppen gehabt, also bei der Linieninfanterie, aber das war ja auch von der Zahl her eine sehr starke Armee, gegen die wir da kämpfen mussten, und wir werden auch hier bald noch einiges an Linieninfanterie haben. Ich denke mal, wir werden in ein paar Runden Napoleon mit der Artillerie wieder Richtung Norden marschieren lassen, während wir Kleber vielleicht mit einer Einheit Artillerie hier unten die restlichen Städte der Mamelucken einnehmen lassen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber das könnten wir uns mal überlegen. Ich bedanke mich dann an der Stelle auf jeden Fall mal bei euch fürs Zugucken. Es war mir wie immer eine Freude. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, verabschiede mich mit einem freundlichen Salut et Fraternité.